In diesem Video sprechen wir über Misshandlung, Menschenrechtsverletzungen, Folter und Mord. Es geht nicht um Krieg oder so, sondern um die Geschichte der Psychotherapie. Und die ist echt krass. Dafür reisen wir in die Vergangenheit und schauen uns an, mit welchen zum Teil absurden Techniken ich in den verschiedenen Epochen behandelt worden wäre. Und ihr glaubt nicht, wie lange diese Behandlungsmethoden noch eingesetzt wurden. Auf geht's! Tauchen wir ein in die spannende Welt unserer Psyche. Wir gehen mal in die Zeit zurück, als Menschen noch dachten, dass man psychisch krank wird, weil man von Dämonen besessen ist. Steinzeit. In der Steinzeit war man noch weit davon entfernt, mit einem Therapeuten oder einer Therapeutin zusammen in der Praxis zu sitzen und über seine Gedanken und Gefühle zu sprechen. Hier war man eher noch im Modus Keule schwingen unterwegs und dementsprechend waren auch die therapeutischen Methoden. Weil man eben damals dachte, dass eine psychische Störung ein Dämon ist, der im Schädel sitzt, hat man den Leuten vor ungefähr 10.000 Jahren einfach Löcher in den Kopf gebohrt. Mit dem Ziel, dass der Dämon dann entweder aus dem Schädel herauskommt oder dass gute Geister in den Kopf eindringen können. Das nennt man Trepanation. Hätte ich also in der Steinzeit gelebt und wäre psychisch krank gewesen, hätte man mir wahrscheinlich im Rahmen von Zeremonien oder Opfergaben Löcher in den Schädel gebohrt. Und so krass das auch klingen mag, wahrscheinlich hätte ich das sogar überlebt. Naja, angenehm ist es halt trotzdem nicht und hilfreich erst recht nicht. Also gehen wir mal weiter in die Bronzezeit. Zeremonien und Rituale waren auch im alten Ägypten total im Trend. Hier wurde vor allem gerne Rauschmittel konsumiert, um den geistigen Zustand zu verändern. Ja, bekiffte Mumien. Das klingt wie ein schlechter Film, ist aber so. Kokain, Opium, Nikotin übrigens auch. Stellt euch das mal vor 3.500 Jahren im alten Ägypten, kein Wunder, dass die Leute da immer so komisch gelaufen sind. Ob es gegen psychische Störungen verwendet wurde? Keine Ahnung. Kann sein, zumindest scheint es eine Menge Spaß gemacht zu haben. Man hat die Drogen auf jeden Fall in verschiedenen Mumien nachweisen können. Damals hat man noch nicht gewusst, was psychische Störungen sind, sondern geglaubt, dass die Symptome von einer körperlichen Erkrankung kommen, also von einer Herzerkrankung zum Beispiel. Trotz der mystischen Kultur wäre ich mit einer psychischen Störung wahrscheinlich behandelt worden. Mit Gebeten, Opfergaben, Amuletten oder heiligen Ritualen. Wahrscheinlich nicht allzu erfolgreich, aber immerhin kein Loch im Schädel. Antike. In der Antike hätte ich schon bessere Chancen gehabt. Die alten Griechen hatten echt einige mega gute Ansätze, um Körper und Geist zu heilen. Die haben dann irgendwann gedacht, wenn Leute bestimmte Substanzen schmeißen, um die gesunde Psyche zu ändern, dann muss es doch auch Möglichkeiten geben, Menschen zu helfen, die geistig nicht gesund sind. Vor allem Hippokrates, der Urvater der wissenschaftlichen Medizin, war hier ein richtig wichtiger Player im Game. Er hat ca. 400 vor Christus ein Modell entwickelt, das zur damaligen Zeit total revolutionär war. Das hat das Verständnis rund um Medizin und Krankheiten komplett auf den Kopf gestellt. Hippokrates ging davon aus, dass Krankheiten nicht von irgendwelchen übernatürlichen Kräften kommen, sondern durch ein Ungleichgewicht von Körpersäften entsteht. Die vier Körpersäfte sind Blut, Schleim, schwarze und gelbe Galle. Das nennt man Humoralpathologie. Kennt ihr vielleicht als Vier-Säfte-Lehre. Der griechische Arzt Galenus von Pergamon hat das Modell knapp 600 Jahre später, also ca. 200 nach Christus, weiterentwickelt und einen Zusammenhang zwischen den Körpersäften und unserer Psyche hergestellt. Jemand, der zu der Zeit andauernd wütend gewesen ist, Diagnose Choleriker, viel gelbe Galle. Traurige, schwermütige, depressive Personen waren Melancholiker, zu viel schwarze Galle. Schwerfällige und träge Menschen hat man als Phlegmatiker beschrieben, viel Schleim. Und heitere, lebhafte Leute galten als Sanguiniker mit viel Blut. Wenn ich also in der Antike eine psychische Störung gehabt hätte, hätte man vermutet, dass mein Körper nicht mehr in diesem empfindlichen Gleichgewicht aus den vier Körpersäften ist. Als Grund hätte man sowas wie Klima oder eine eher ungünstige Lebensführung vermutet. Wie hätte man mich damals behandelt? 6 Dinge. Gesunde Luft, Ruhe und Bewegung, Essen und Trinken, Schlafen und Wachen, Füllung und Ausleitung, also Verdauung und Stoffwechsel, und emotionale bzw. psychische und seelische Verfassung. Also schon damals war klar, dass Emotionen und unsere psychische Verfassung sich auf unsere Gesundheit auswirken. Man hätte mir wahrscheinlich verschiedene Therapien angeboten, wie Schröpfen, Massagen, Diäten, Bäder oder Aderlässe. Also ein paar 100 Milliliter Blut abgelassen, ähnlich wie beim Blutspenden heute. Außerdem hätte man vielleicht Theater, Brettspiele, Reisen oder Musik eingesetzt,
um mein Gehirn zu aktivieren und so meine Erkrankung zu heilen. Außerdem war die Antike ja auch die Zeit der großen Philosophen. Auch die waren mega into Psychologie und spielten eine total wichtige Rolle in der Geschichte der Psychotherapie. Was Hippokrates für die Medizin war, waren Aristoteles, Sokrates und Platon für die Philosophie. Sie entwickelten Konzepte rund um die Seele und den Geist. Die alten Griechen legten also sozusagen die Grundbausteine für die Psychotherapie, wie wir sie heute kennen. Viele moderne psychotherapeutische Methoden beruhen übrigens immer noch auf deren Konzepten, wie zum Beispiel der sokratische Dialog, also eine Gesprächstechnik, die auch in moderner Psychotherapie eingesetzt wird. Also, in der Antike wäre ich wahrscheinlich entweder in sowas wie einer rudimentären psychiatrischen Krankenanstalt mit Massagen oder Diäten behandelt worden, oder hätte zusammen mit Sokrates eine schöne Gesprächstherapie gemacht. Das alles ist aber schon viel, viel näher an unserem heutigen Verständnis von Medizin und Psyche dran. Ich finde es mega krass, wie weit die alten Griechen und Römer übrigens auch schon in der Antike gewesen sind. Und nach so viel Fortschritt folgt eine extrem dunkle Ära. Das Mittelalter. Das Mittelalter war ein extrem düsteres Kapitel in der Geschichte, in dem Krieg, Krankheiten und weitestgehend wissenschaftlicher Stillstand in der Psychotherapie herrschten. Eine Zeit der Unsicherheiten und des Rückschritts, die uns daran erinnert, wie schnell Fortschritt auch wieder verloren gehen kann. Mit dem Mittelalter kam eine Zeit großer religiöser und mystischer Überzeugung. Obwohl psychische Erkrankungen teilweise mit Massagen, pflanzlichen Mitteln oder Diäten behandelt wurden, Heilanstalten gab es nicht. Wenn ich Glück gehabt hätte, wäre ich mit meiner psychischen Störung in einem Kloster gewesen. Hier ging man immer noch von einem Ungleichgewicht der vier Säfte aus und psychotherapeutische Methoden wurden, auch wenn überhaupt nur, von Geistlichen oder Mönchen praktiziert. Wenn ich im Mittelalter nicht in einem Kloster gewesen wäre, eher so mittelgut. Krankheiten wurden vor allem im Früh- und Hochmittelalter, also vom 5. bis ins 13. Jahrhundert, nicht als medizinische Probleme angesehen, sondern als Teufelswerk oder Besessenheit. Mit einer psychischen Störung wäre ich also gefoltert, verbrannt oder mit exorzistischen Ritualen behandelt worden. Oder man hätte mir einfach wieder Löcher in den Schädel gebohrt, damit die bösen Dämonen entweichen können. Herzlichen Glückwunsch, Mittelalter. Wir sind wieder in der Steinzeit angekommen. Dann kam die Renaissance und Neuzeit. Aber viel besser wurde es erstmal nicht. Statt auf den Scheiterhaufen wäre ich im 16. Jahrhundert wahrscheinlich in ein Zuchthaus geworfen worden, wo die Behandlung zum Beispiel daraus bestand, die Menschen bis zur völligen körperlichen Erschöpfung in so einer Art hohlem Rad laufen zu lassen. Der Gedanke, ein kranker Geist lässt sich nur durch physische Erschütterung heilen. Und wer jetzt dachte, wir hätten den Höhepunkt an Grausamkeiten erreicht? Nein. Im 18. Jahrhundert haben die sogenannten Psychiker, also Vertreter des Fachgebiets Psychiatrie, so richtig brutale Behandlungsmethoden angewendet. In dieser Zeit hättest du echt nicht leben wollen. Ich wäre mit Brennnesseln ausgepeitscht, mit Stöcken verprügelt oder auf den sogenannten Drehstuhl geschnallt worden. Auf dem Drehstuhl hätte man mich dann so lange gedreht, bis mir Blut aus Mund und Nase läuft oder ich bewusstlos werde. Oder man hätte mir die Kopfhaut mit Substanzen eingerieben, die schmerzhafte Geschwüre hervorrufen. Im 19. Jahrhundert hätte man mich dann in eine Zwangsjacke gesteckt und bis zu 14 Stunden lang in einem sogenannten Deckelbad eingesperrt. Das hatte so um die 20 bis 30 Grad und galt damals als durchaus humane Methode. Ich bade ja sowieso nicht gern, aber 14 Stunden darin eingesperrt zu sein, pff. Auch im 20. Jahrhundert wurden immer noch krasse Methoden eingesetzt. Um die Selbstheilungskräfte anzutreiben, sollte zum Beispiel der Kreislauf in Schwung gebracht werden. Und wie bringt man im 20. Jahrhundert den Kreislauf in Schwung? Elektroschläge. Ihr erinnert euch an die Löcher im Kopf in der Steinzeit und im Mittelalter, also um die Dämonen freizulassen, hat man im 20. Jahrhundert immer noch gemacht, die Lobotomie. Mir wäre also mit einem Instrument, das ähnlich aussieht wie ein Eispickel, ein Loch praktisch hinter das Auge in die Augenhöhle geschlagen worden, weil der Schädel da extrem dünn ist. Und mit so einer Art Spatel wäre mir dann die Nervenverbindung zwischen Frontallappen und Thalamus getrennt worden. Diese grausame Operation wurde oft ohne Betäubung durchgeführt und führte zum Teil zu schweren Schäden wie Lähmung oder Persönlichkeitsveränderung. Und wenn es nicht gut gelaufen wäre, wäre ich danach wahrscheinlich nur noch vor mich hin vegetiert. Und diese Operationen wurden in Deutschland noch bis in die 1960er Jahre durchgeführt. Seitdem ging es aber ein Glück bergauf. Lobotomien werden in Deutschland seit den 1970ern nicht mehr durchgeführt,
Sie wurden inzwischen nämlich durch zum Beispiel Behandlung mit Psychopharmaka ersetzt. Fazit. Wenn ich an den ganzen Shit denke, der früher so gemacht wurde, bin ich auch schon so ein bisschen zufrieden mit dem, was wir jetzt an Psychotherapie haben. Löcher in den Kopf gebohrt zu bekommen, ist halt auch nicht so ganz geil. Aber in den letzten Jahren hat sich noch mal einiges getan. Wenn ihr wissen wollt, wie sich die moderne Psychotherapie entwickelt hat und welche verschiedenen Verfahren es so gibt, dann lasst uns das doch gerne mal wissen und wir machen noch mal ein extra Video dazu. So, wir hatten ja vor kurzem ein Video zu psychedelischen Drogen und Therapie. Wenn euch das gefallen hat, dann haben wir noch einen ganz heißen Videotipp für euch. Mr. Wissen2Go hat auf seinem Kanal ein Video veröffentlicht zur Geschichte von Cannabis. Schaut da auf jeden Fall mal rein, wenn ihr wissen wollt, wie Cannabis auch außerhalb der Therapie noch verwendet werden kann. Und vergesst auf jeden Fall nicht, den Kanal zu abonnieren. Dann bleibt ihr nämlich psychologisch up to date und uns hilft das total. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Macht's gut.